Sollen wir? Wir haben ja einen Live-Feed, gell? Fangst du mal an. Schönen Abend. Ich freue mich, dass wir ziemlich voll sind. Für diejenigen, die noch keinen Platz gefunden haben, wie üblich in der Schule, die erste Reihe ist komplett frei. Also, falls jemand noch reinkommt, bitte einfach nach vorne schicken. Mein Name ist Werner Ilsinger. Ich bin sozusagen der Hausherr hier, der Präsident der Digital Society. Die Digital Society ist ein gemeinnütziger Verein, den es jetzt seit ungefähr eineinhalb, zwei Jahren gibt. Und wir beschäftigen uns vor allem auch mit dem Thema Netzpolitik und sind auch einer der Mitveranstalter des Netzpolitischen Abends. Und wir freuen uns sehr, dass er diesmal sozusagen hier in diesen Räumlichkeiten stattfindet, die unserem Verein gehören. Wir beschäftigen uns vor allem auch mit der Digitalisierung und zwar dem Zusammenbringen auch von den Bürgern, den Themen, die wir wahrscheinlich heute sehr intensiv hören werden, aber auch der Wirtschaft und Firmen, die natürlich sich auch mit dem Thema Digitalisierung abmühen und ablagen. Und ich glaube, dass heute die Diskussion sehr, sehr spannend werden wird. Und unsere Vizepräsidentin, die Lena Doppel, wird heute diesen Abend moderieren. Und damit darf ich auch schon übergeben. Dankeschön. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen beim Netz, bei einem besonderen netzpolitischen Abend. Ich weiß nicht, wie viel ist es, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. 19. Der 19. Beim 19., der halt nicht in der gleichen Struktur stattfinden wird, sondern als Diskussionsrunde, Informationsrunde von politischen Parteien, damit wir euch, sie bei der Wahlentscheidung besser unterstützen können. Ich darf am Anfang auch kurz begrüßen, DorfTV stellt den Stream zur Verfügung und ist live on air. Okto und Orange, Radio Orange sind auch live on air. Das heißt, herzlich willkommen bei allen, die uns online zuschauen. Und dann darf ich mich auch noch bedanken bei der Digital Society. Da bedanke ich mich ein bisschen bei mir selbst. Aber ich habe in dem Fall nicht viel dazu beigetragen, außer dass ich hier moderiere. Beim CCC und bei den Organisatoren des Netzpolitischen Abends und bei der Barbara Wimmer, Schrumbab, die mich bei der Vorbereitung inhaltlich unterstützt haben und hier Vorarbeiten geleistet haben. Vielen Dank. Und wir starten jetzt gleich einmal mit einer grundsätzlichen Information. Also ich erzähle jetzt einmal, worum es überhaupt gehen soll. Wir möchten uns hier anschauen, was die antretenden Parteien, die bei der Wahl antretenden Parteien zu sagen haben in Bezug auf netzpolitische Fragestellungen. Wir haben Themen wie Ausbau des Überwachungsstaates, gegen Fake News und Hass im Netz, digitale Medienkompetenz. Wir werden uns mit den Bereichen Sicherheitsgesetz, Datenschutzgrundverordnung und EU-Copyright-Reform beschäftigen, und zwar in drei, vielleicht noch einer vierten Runde. Diese Runden werden immer so 20, 25 Minuten lang sein. Das heißt, ich stelle einmal zuerst ein Thema kurz vor, stelle Fragen, dann dürfen alle 2 bis 3 Minuten dazu Stellung nehmen und dann gebe ich ans Publikum und das Publikum darf fragen. Das heißt, wir haben mindestens 3, wenn nicht 4 Runden auch, wo das Publikum eingebunden wird. Ich würde dann bitten, wer Fragen hat, nachdem wir online sind, kommt bitte nach vor und schnappt sich eines der Mikrofone, damit die Fragen eben auch gehört werden über die Streams und nicht nur die Antworten. Ja, das wäre ganz praktisch. Okay, wer ist jetzt da? Ja, also ganz links außen, Albert Stein. Von meiner Seite, von eurer Seite rechts außen, Albert Steinhauser. Albert Steinhauser, er ist Nationalratsabgeordneter der Grünen, Jurist, seit 2007 Abgeordneter zum Nationalrat und seit diesem Jahr auch Clubobmann der Grünen. Und er ist unter anderem, also er ist auch ziemlich ein Multifunktionär im Parlament, Justizsprecher, aber auch Bereichssprecher, Datenschutz, Sicherheit und Demokratie und Verfassung, also genau der richtige Mann für all diese Themen. Dann als nächstes der Peter Postmann. Peter Postmann kandidiert für die KPÖ Plus und zwar auf der Wiener Liste und auch auf der Bundesliste. Er hat Informatik studiert, er ist Softwarearchitekt und Berater im Bereich IT-Transformation und Digitalisierung und seine Themen sind Leistungsgesellschaft, Wirtschafts- und IT. Dann Claudia Gamon, Entschuldigung, Nationalratsabgeordnete von den NEOS. Sie hat einen Bachelor in internationaler BWL und dann einen
CEMS, Master in internationalem Management gemacht. Man lernt was, wenn man Leute recherchiert. Ich habe nicht gewusst, dass das gibt. Das klingt total super. So was hat es nicht gegeben, wie ich studiert habe. Und zwar ist sie jetzt seit 2015 für die NEOS Nationalratsabgeordnete und unter anderem Bereichssprecherin für Wissenschaft und Forschung. Dann habe ich zu meiner Rechten, vielen Dank für das kurzfristige Einspringen. Wir hatten ursprünglich den Herrn Jarolim eingeladen von der SPÖ, der hat sehr kurzfristig war er verhindert. Und die Sonja Schneeweiß ist da. Sie ist vom Beruf Fachreferentin für Digitales bei der Staatssekretärin Mona Dutz da. Sie ist aber hier nicht in dieser Funktion da, sondern als SPÖlerin, als Europasprecherin des Bund Sozialdemokratischer Akademiker wird sie hier zu den Themen Stellung nehmen. Sie hat nicht einmal die Vorbereitungsinformationen bekommen, also bitte ein bisschen zu entschuldigen, vielleicht das nachzusehen. Dann zu meiner Rechten, ganz falsch, hat er vorher gesagt. Von vorn passt es wieder. Der Peter F. Meyer ist Kandidat für die Liste Pilz. Er hat Physik studiert und arbeitet seit 30 Jahren als Technologiejournalist, so haben wir uns auch das erste Mal kennengelernt. Seine Themen sind bei der Liste Pilz neben Gerechtigkeit und Umweltschutz, alles was mit Digitalisierung zu tun hat, also Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf Arbeitswelt, Produktivität und Demokratie. Das sind jetzt einmal unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Abgesagt haben die ÖVP, angefragt war der Karl-Heinz Kopf und Maria Himmelbauer, abgesagt hat auch die FPÖ, da war der Walter Rosenkranz angefragt. Vermutlich haben Sie das Gefühl gehabt, dass das Wählerpotenzial hier nicht besonders groß ist. Keine Ahnung. Werden wir noch sehen. Okay, erster Themenschwerpunkt, Sicherheitsgesetze, Stichwort zum Beispiel Antiterrorgesetze und das Thema Überwachung. Ich mache es jetzt folgendermaßen. Falls ihr was zum Schreiben braucht, bitte jetzt noch schreien, weil ich werde sozusagen immer ein paar Fragen anmoderieren und euch dann bitten, dazu Stellung zu nehmen. Wir werden das noch geschwind organisieren. Falls nicht, machen wir es einfach so. Fragen, die wir uns gestellt haben, die vielleicht für euch interessant sein könnten, ist, wie kann eurer Meinung nach, ja, vielleicht muss ich noch dazu sagen, wir haben am Anfang darüber gesprochen, ob wir per Du oder per Sie sind und wir sind per Du. Deswegen werde ich das jetzt per Du machen. Wie kann eurer Meinung nach eine maßvolle, effiziente und grundrechtskonforme Gesetzgebung im Bereich Sicherheitsgesetze aussehen? Sehr viele von uns, sehr viele von euch sind der Meinung, dass da sehr viel Überbordendes passiert ist, gerade in letzter Zeit. Was muss da gesetzlich zurückgenommen werden und oder verändert oder neu geregelt werden, damit das passt? Zweite Frage, seid ihr für eine Gesamtevaluierung aller Sicherheitsgesetze? Man kennt das unter dem Stichwort Überwachungsgesetz Gesamtrechnung. Im Gesetzesentwurf, dann noch zwei Detailfragen. Im Gesetzesentwurf des Justizministeriums zum Sicherheitspaket ist vorgesehen, dass die Polizei personenbezogene Daten an sogenannte Bürgerwehren weitergeben kann. Wie steht ihr dazu? Und was sagt ihr zur Idee eines Bundestrojaners? Das ist so der Fragenkomplex. Es müssen nicht alle zu allem Stellung nehmen, jetzt in voller Länge, weil das in 2-3 Minuten vielleicht gar nicht geht, aber das sind die Themen, wo wir im ersten Block jetzt gerne Informationen dazu hätten. Ich werde schauen, dass jedes Mal wer anderer anfängt, aber beim ersten Mal mache ich mir es leicht. Ja, gehen wir einfach von links nach rechts. Bitte. Gut, dann beginne ich. Ich würde zuerst gerne die Frage stellen, was passiert da eigentlich im Moment, dass es so weit kommt, dass wir im Staccato eigentlich die Grund- und Bürgerinnenrechte durch neue Überwachungsgesetze beschneiden. Es sind zwei Dinge, die entscheidend sind. Das eine ist, wir erleben ein politisches Geschäft mit Angst, das einen klaren Hintergrund kennt. Die Politik kann immer weniger im sozialen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich die Bedürfnisse der Menschen befriedigen. Wer leistbares Wohnen nicht garantieren kann, wer Arbeitsplatz nicht garantieren kann, der braucht ein Ersatzfeld. Und da ist die Sicherheitspolitik ein taugliches Ersatzfeld, weil das Strafgesetz ist schnell verschärft, die StPO auch und das Sicherheitspolizeigesetz auch. Das heißt, da kann die Politik zeigen, unter Anführungszeichen, sie ist noch für die Bürgerinnen und Bürger da. Das Zweite natürlich ist, dass der Terror in Europa sichtbar wird und dass uns Medienbilder ins Wohnzimmer liefern und dadurch natürlich die unmittelbare Betroffenheit höher ist, als wenn das
in Bagdad stattfindet, wo man das Gefühl hat, da kann man nie betroffen sein. So, und die Falken in der Politik nutzen diese zwei Voraussetzungen, um jetzt mit einer neokonservativen Sicherheitspolitik eine Wende herbeizuführen. Die Frage war aber auch, wie schaut eine Gesetzgebung aus, die grundrechtsfreundlich ist? Und dann muss eines im Mittelpunkt stehen, was schon lange in Vergessenheit geraten ist. Jeder Eingriff in Grundrechte muss verhältnismäßig sein. Das heißt, der Nutzen eines Eingriffs muss der Schwere des Eingriffs in Relation stehen. Und ich bringe euch ein Beispiel, damit man sieht, wie das aus dem Lot läuft. Denke, kann sie die Hand nehmen? Ja, wenn ich am Screen. Man überlege, und ohne dass sie mich falsch versteht, mitunter ist das Wohn- und Schlafzimmer ein gefährlicher Ort, weil es dort zu familiärer Gewalt und zu sexuellen Übergriffen kommt. So. Niemand würde aber auf die Idee kommen, in jedes Wohnzimmer und in jedes Schlafzimmer eine Überwachungskamera zu hängen. Warum? Weil das unverhältnismäßig ist. Es ist deswegen unverhältnismäßig, weil der Eingriff extrem intensiv ist und daher inakzeptabel. In anderen Bereichen sieht man das anders und das ist das Problem, dass diese Verhältnismäßigkeit bei uns aus dem Lot gelaufen ist. Und sehr schön zeigt es auch folgender Umstand, eine Minute habe ich noch, es wurde das Staatsschutzgesetz beschlossen und es wurde uns als ultimative Antwort auf diversen Terroranschläge in Europa verkauft. Ein, zwei Terroranschläge später war das schon wieder zu wenig, da waren da Bundestrojaner notwendig und da war dann die Vernetzung aller Videokameras notwendig. Das heißt, es wird nie genug Überwachung geben, weil es nie absolute Sicherheit gibt. Und das ist das Gefährliche. Und genau da braucht es Widerstand. Und es gibt zwei Institutionen, die dagegenhalten, muss ich wirklich sagen, also jenseits politischer Oppositionsparteien. Das eine ist der Verfassungsgerichtshof da und dort, siehe Vorratsdatenspeicherung. Und das andere ist die Zivilgesellschaft, die schon viel verhindert hat. Mhm. Super, danke. Also zunächst einmal möchte ich sagen, Sicherheit und Überwachung sind mal zwei Paar Schuhe, die man auch getrennt behandeln muss, weil im Gegensatz zur ÖVP wollen wir mehr Sicherheit und nicht mehr Überwachung. Das heißt, wenn wir mal über das Thema Sicherheit diskutieren, sollte man sich mal überlegen, was über die Bedrohungsszenarien sind. Wir sind uns konfrontiert mit Terrorismus und Radikalisierung. Und Radikalisierung verhindere ich nicht mit mehr Überwachung, sondern mit sozialer Sicherheit. Wenn ich den Leuten die Mindestsicherung so weit kürze, dass sie sich zwischen Essen und Heizen entscheiden müssen, dann schaffe ich eine Situation, die ich nicht mehr kontrollieren kann. Wenn die Leute genug Geld haben, dass sie am Ende des Monats ihre Kinder noch auf Schullandwoche schicken können und ich Hilfsangebote, soziale Arbeiter und Streetworker habe, die Radikalisierung überhaupt verhindern oder Leuten ermöglichen, dort auszusteigen, dann brauche ich mir auch keine Sorgen machen und überall Videokameras zu installieren, um das Gefühl von Sicherheit zu haben, was ich damit am Ende des Tages nicht erreichen werde. Wenn ich dann tatsächlich der Meinung bin, dass ich trotzdem noch Überwachungsmaßnahmen brauche, dann sollte ich mir vorher besser oder zumindest nachher überlegen, ob das einen Sinn hat und welche Resultate das Ganze erzielt und nicht aufgrund von irgendwelchen Befindlichkeiten, weil zum Beispiel bei einem Politiker immer wieder vor die Haustür die Notdurft von einem Hund verrichtet wird, Videoüberwachung im ganzen Land installieren. Das ist absolut aus den Haaren herbeigezogen und liegt keiner faktischen Grundlage. Das ist absolut indiskutabel, dieses Vorgehen. Das heißt, wenn ich diese Maßnahmen wirklich haben will, dann brauche ich eine Gesamtevaluierung, ob das im Rahmen ist, wie verhältnismäßig oder ob es verhältnismäßig ist, die Privatsphäre und die Freiheit der Bürger da einzuschränken. Und wenn ich es dann tatsächlich mache, brauche ich eine transparente Überprüfung, ob die Maßnahmen tatsächlich zu dem geführt haben, was ich vorher beschlossen habe. Das war jetzt die KPÖ. Jetzt kommt Neos. Dankeschön. Ich möchte mich dem Albert anschließen und bin ja auch froh darüber, dass wir auch so eine gute Zusammenarbeit im Parlament bei dem Thema haben, weil es wichtig ist, auch aufzuzeigen, dass das ein Thema ist, wenn es um Grundrechte schützen geht, ist es natürlich wie in jedem anderen Thema auch, aber hier ganz besonders schön, wenn man auch konstruktiv zusammenarbeiten kann. Gerade weil man ja zeigen will, es gibt eine sehr starke Opposition auch in diesem Thema. Es ist jetzt ein bisschen was über Sicherheit gesagt worden und woher eigentlich diese Forderungen kommen. Und ich kann das auch total nachvollziehen, wenn Menschen sagen, aber wenn es diese Möglichkeit gibt, diese technischen Möglichkeiten, warum können wir die denn nicht nutzen? Das ist ja auch das, was jetzt oft in den Medien gesagt worden ist, aber das wäre ja fast dumm, wenn wir das nicht machen. Die Frage, die man eigentlich stellen müsste, helfen diese Dinge eigentlich? Aber was man in vielen Ländern gesehen hat, die diverse Überwachungsmaßnahmen schon in Verwendung haben, ist ja, dass sie nicht, anstatt sich besser darin zurechtzufinden, die Nadel im Heuhaufen zu finden, wenn nach einem Terrorverdächtigen in ganz Europa gesucht wird, sondern man einfach den Heuhaufen vergrößert hat
Und auch wenn mehrere Geheimdienste im ganzen Kontinent nach jemandem suchen, es trotzdem nicht hilft. Das heißt, wir würden auch gerne die Diskussion ändern und klar sagen, wenn es einem um Sicherheit geht, dann reden wir wirklich über Dinge, die funktionieren. Wenn es aber darum geht, konsequent die Privatsphäre von Menschen zurückzudrängen, einen Überwachungsstaat, totale Überwachung zu installieren, dann liegt es an uns und es liegt an der Zivilgesellschaft, das klar aufzuzeigen. Und da gibt es natürlich mehrere Punkte, und das ist einerseits, dass wir einen eher, also der Umgang mit Netzpolitik in Parlamente ist jetzt zum Beispiel nicht einmal da. Wir würden uns wünschen, dass es einen Ausschuss dafür geben würde, dass es auch in der Regierung einen zuständigen Minister geben würde, der sich auch wirklich intensiver damit beschäftigt und wo auch Themen aufgebracht werden, die jetzt in dieser Debatte gar nicht drinnen sind. Und wir würden uns auch wünschen, quasi die Perspektive zu ändern, weil beim Thema Bundestrojaner ist es ja ganz faszinierend. Man versucht ja quasi Menschen mit Hilfe von Cyberkriminalität zu überwachen, wo ja eigentlich der Staat in der Funktion sein sollte, Bürgerinnen und Bürger davor zu schützen, vor Sicherheitslücken und so weiter. Abgesehen davon wissen wir eh alle, dass das in der Umsetzung nicht so funktionieren würde, wie man sich das vorstellt, aber das ist halt in der Politik wie Netzpolitik oder in dem Fall Überwachungspolitik in Österreich gemacht wird. Ach, da gibt es irgendetwas Technisches, was man machen kann, und das wird als Wunderlösung dargestellt, ohne auch Experten da oft in der Debatte zu Wort kommen zu lassen, dass das eigentlich gar nicht so funktioniert und wirklich horrende Konsequenzen auch haben kann für die Privatsphäre von Bürgerinnen oder in dem Fall auch für die Sicherheit ihrer eigenen Geräte, die sie verwenden. Und also vielleicht ein bisschen mehr, wenn die Politik einen anderen Zugang zur Netzpolitik im Allgemeinen finden würde und da hoffentlich vielleicht auch in der nächsten Periode sich etwas tut, dann könnten wir diese Debatte, glaube ich, auch anders führen in der Öffentlichkeit. Super, danke. Bitte nicht wundern, dass ich zwischendurch dann immer wieder sage, die Parteienansage im Stream kann jederzeit irgendwer dazukommen und der kennt sie dann vielleicht nicht aus, weil sie ja nicht alle so bekannt. Also jetzt SPÖ, Sonja Schneeweiß. Ja, danke schön. Thema Sicherheit und Überwachung. Mir gefällt das sehr gut, wie du die Begriffe getrennt hast, dass Überwachung ja nicht mehr Sicherheit bedeutet. Und ich sage am liebsten konkret was zum Thema Verschlüsselung und Bundestrojaner. Erstens, was mir ganz wichtig ist, die SPÖ hat dem Sicherheitspaket nicht zugestimmt. Das war ein ziemlicher Fight im Hintergrund, unter anderem deshalb. Gerade der Hannes Jarolim, der heute da gewesen wäre, war da ein massiver Gegner. Und da bin ich auch stolz auf meine Partei, weil da wäre wirklich einiges Schlimmes drin gewesen. Wir müssen als SPÖ so ehrlich sein, dass wir im Regierungsprogramm vereinbart haben, Überwachung von verschlüsselter Internetkommunikation, sprich WhatsApp. Und ich finde das politische Ziel, dass ich verschlüsselte WhatsApp-Nachrichten genauso überwachen kann mit den gleichen Regeln, wie ich auch Telefon überwachen kann, das heißt nicht einfach so, nicht anlasslos, ist legitim. Technisch lässt es sich in dieser Form aber verfassungsgerecht nicht umsetzen, weil, wenn ich das tun will, das ist End-zu-End-Verschlüsselung, muss ich mich ans Endgerät draufsetzen, dort einbrechen, um mitzuhören. Das ist ein Bundestrojaner. Und dann kann ich nicht mehr einschränken, dass ich nur diese Kommunikation abhöre, dann kann ich den ganzen Computer durchsuchen und vieles mehr. Und damit ist es meines Wissens, ich bin keine Juristin, nicht verfassungskonform und nicht verhältnismäßig. Also in dieser Form geht es nicht. Und außerdem, wenn ich das für die wirklich schlimmen Straftaten will, wie Terrorismus, nützt es mir auch nichts, weil die wirklichen Profis lassen sich davon nicht erwischen, die nehmen irgendeinen USB-Stick, gehen in ein Internetcafé, machen dort ihr Zeugs und gehen wieder weg. Ich kann nur sozusagen die Kleinen und die Normalen überwachen. Das heißt, eine wirkliche Sicherheit, wofür es gedacht ist, gewinne ich dadurch nicht. Außerdem möchte ich an dieser Stelle anführen, dass wir für die Digitalcharta EU sind. Das ist eine Initiative, zivilgesellschaftliche Initiative auf EU-Ebene, die unter anderem das Recht auf Verschlüsselung vorsieht. Das sollte wirklich als Recht definiert werden. Ja, das war das Wesentliche. Okay, danke. Und jetzt Liste Pilz. Und schlimm ist, dass die ÖVP nicht da ist, die genau das wollte und ja, wir es abgewehrt haben. Feig. Liste Pilz, Peter F. Mayer. Ja, auch guten Abend, schönen guten Abend. Standesgemäß gehe ich sozusagen, lege ich das Thema natürlich ein bisschen breiter an, von der IT herkommend, weil ich kein Jurist, sondern halt Physiker und alter IT-Journalist bin. Das Thema Überwachung hat ja nicht nur der Sobotka bekanntlich im Auge, sondern auch Google, Microsoft, Apple etc.
alle möglichen anderen Firmen saugen ständig von uns Daten ab. Und wir wissen auch, dass diese Daten, die einmal abgesaugt wird, werden dann bei der NSA landen, dass SMS, die von uns versendet werden, über das GHCQ in Großbritannien abgehört werden und Ähnliches. Natürlich denken sich die Polizei und die Justizbehörden, na, wenn Google das kann, wenn Google alles weiß über seine User, warum wissen wir nicht darüber Bescheid? Wir versuchen auch, in den USA gelingt es, in UK gelingt es wahrscheinlich auch ganz gut, wir versuchen auch, uns da einzuschalten und mehr Daten über unsere Bürger zu bekommen. Die Versuchung ist irrsinnig groß. Die Daten, die früher per Brief versendet worden sind, ja, da musste man mit Überdampf das Ding öffnen, das war aber genau ernst. Ne? Jetzt denkt man sich, okay, wenn das eh schon digital da ist, dann kann man das alles absaugen und mit Big Data Analysen kann man da einiges herausfischen, auch wenn man das alles absaugt. Ne? Die Methoden, die da aber jetzt angedacht sind, sind kriminell. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, der Bundestrojaner. Wo kriege ich denn solche Lücken her, wo ich mich da reinhängen kann? Von Microsoft, von Google, von Apple? Sicher nicht. Im Darknet gibt es das, von Kriminellen. Das heißt, die Justiz, die Polizei müsste mit Kriminellen zusammenarbeiten, um an diese Lücken zu kommen. Kann das bitte die Aufgabe der Polizei und der Justiz sein? Und was ist, wenn Sie zum Beispiel die Wannakrei-Lücke haben und sie nicht bekannt geben an Microsoft? Dann wird wieder das Gesundheitssystem gehackt und in der Intensivstation steht bei einem Computer, der eigentlich einen Patienten versorgen sollte, steht dann, wenn du 360 Euro zahlst, dann geben, oder Bitcoins, dann geben wir das frei. Also das wäre die Konsequenz, was ÖVP, SPÖ da anstreben, jetzt aus technischer Sicht mal gesehen. Ne? Bitte? Wir streben das nicht an. Was habe ich gesagt? ÖVP, SPÖ. ÖVP, FPÖ. Also das F war ein bisschen unsauber ausgesprochen. Wichtige Ergänzung. Tut mir leid. Wo man das noch herkriegen kann, das hat man gesehen bei dem San Bernardino-Attentäter. Die haben das iPhone 5C aufgehackt mit Hilfe von Israel. Meine Tochter, die in Zaatari in dem jordanischen Flüchtlingslager mit 80.000 Syrern arbeitet, als einzige Österreicherin übrigens, die war vor kurzem in Israel. Und bei der Grenze musste sie eine Telefonnummer hergeben und hat sich dazu ins WLAN eingehängt. Und was war nachher? Alle Kontakte waren weg vom Smartphone. Mhm, auch nicht. Okay. Ja, noch einmal zur Erinnerung, wir haben hier keine, also danke einmal für die ersten Statements an alle, wir haben hier keine herkömmliche Diskussion, also es geht jetzt nicht darum, mit den einzelnen Vertretern eine Diskussion zu beginnen, und es geht jetzt auch erst einmal um den Themenblock, alles was zu tun hat mit Überwachung etc. Gibt es dazu aus dem Publikum weitere Fragen? Die Fragen sollen dazu dienen, dass ihr euch klar werdet, wen der anwesenden Parteien würdet ihr gerne wählen. Irgendwen müsst ihr wählen, also ich gehe davon aus, wenn ihr da seid. Was? Du schränkst das schon sehr ein. Naja, die anderen sind selber schuld. Ja? Eine kleine Korrektur, ich tue es noch ungern, aber die FPÖ war keinesfalls dafür. Du brauchst kein Mikro? Er macht nur den Sound. Ich habe kein Mikro da. Also es ist nicht ganz korrekt, die FPÖ, ja? Ich sage es nur ungern, aber die FPÖ war keine Befürworterin des Überwachungspakets und die FPÖ hat gemeinsam mit den Grünen auch die Drittelbeschwerde eingebracht gegen das polizeiliche Staatsschutzgesetz, also um der Wahrheit gern zu tun. Okay, also falls man das am Stream nicht gehört hat, ich versuche es zu wiederholen, die FPÖ war nicht für das Überwachungsgesetz, sondern sie hat gemeinsam mit den Grünen Beschwerde gegen, was war das? Also es stimmt, also das, ich kann das... Ein polizeiliches Staatsschutzgesetz. Ich kann das bestätigen, ich war gestern bei einer Diskussion in der HTL Krems und da war der Walter Rosenkranz anwesend und wir sind von den Schülern der HTL Krems, dort ist IT und Bau das Thema, sind wir auch dazu gefragt worden, wie stehen Sie zu Bundestrojaner? Und der Walter Rosenkranz von der FPÖ, der dort war, hat es explizit
gesagt, dass die FPÖ da dagegen ist. Also ich kann das bestätigen. Super. Okay, jetzt noch Fragen? Wir haben noch 5 Minuten, hätten wir noch bei dem Thema. Sonst gehen wir einfach zum nächsten. Ja, okay? Gut, nächstes Thema. Der zweite Themenblock, den wir vorhaben, ist das Thema Datenschutzgrundverordnung und E-Privacy-Richtlinie. Da geht es einerseits um das Thema Datenschutzanpassungsgesetz 2018, mit dem in Österreich die Datenschutzgrundverordnung ab Mai 2018 verankert werden soll. Das wurde ja Anfang Juni recht überhastet, noch bevor der Begutachtungsprozess zu Ende war, in den Nationalrat gebracht und beschlossen. Man könnte also sagen, einige Leute, die hier anwesend sind, würden es wahrscheinlich als eine Art Failed Law bezeichnen. Also da sind ein paar Sachen missglückt, da gibt es Nachbesserungsbedarf. Es gab schon erste Bekennungen dazu, dass da repariert werden muss. Aber was würden denn die Anwesenden sagen, was gehört denn da überhaupt repariert, sind denn da die wichtigsten Punkte eurer Meinung nach? Und eine Detailfrage, wie schaut es aus mit Ressourcen für die Datenschutzbehörde? Die wurden bereits leicht angehoben, reicht das schon oder müsste man da nicht noch massiv nachbessern? Und ich würde jetzt vorschlagen, wir machen es jetzt einfach umgekehrt, aber dir nehme ich jetzt 1/2 Minute weg, du hast vorher überzogen, das heißt 2,5. Fangst du bitte an, also als erstes Liste Pilz. Ja, Lena, also ich stimme dir mal zu, dass die... Das ist immer ein guter Einstieg. Ich stimme dir zu, dass die Vorgangsweise sehr bedenklich war und dass das an sich, also gerade bei dem Gesetz so zu verfahren, finde ich absolut absurd, ne? Eigentlich. Es gibt eine Reihe von Dingen, ich glaube, die Kritik ist eh bekannt, ich schließe mich der auch an. Es ist ein Freibrief von Datenmissbrauch durch die Behörden drinnen vorgesehen, weil die also nicht verfolgt werden können. Es ist überhaupt nicht einzusehen, warum dann nicht genau die gleichen Regeln gelten wie für Unternehmen. Also da müsste noch nachträglich geändert werden. Weiters, dass die Datenschutzbehörde nicht von sich aus tätig werden kann und stichprobenweise Überprüfungen durchführen kann, ist natürlich auch ein Unsinn. Weil ein begründeter Verdacht, ich glaube, so ist das im Moment formuliert, müsste vorlegen, damit die überhaupt tätig werden können. Das ist auch ein Witz, weil begründeter Verdacht, Datenschutzbehörde, ist schwer für die herzustellen. Ja, die Strafbestimmungen sind relativ unklar, obwohl ich als Nichtjurist da nicht wirklich urteilen möchte. Was uns natürlich als Liste Pilz mit einem Peter Kolber als Kandidaten besonders stört, ist, dass da die Möglichkeit für Sammelklagen fehlt. Insbesondere auch deshalb, weil sehr viele dieser Dinge, wie man weiß, der Schaden mitunter gering ist für den Einzelnen. Aber, wie das in der digitalen Welt häufig der Fall ist, der Schaden sehr, sehr viele Leute betrifft, sogar noch mehr als bei Dieselfahrern in der Regel. Weil Dieselfahrer sind die Hälfte der Bevölkerung, Smartphone-User sind mehr als die Hälfte. Ja, Frage Geld. Ich nehme an, dass das mehr dotiert werden soll und dass man da auch auf Forderungen der Datenschutzbehörden selbst hören soll und dass die sagen, also ich habe jetzt keine Summe oder so, aber ich meine, dass die einfach sagen sollen, was sie brauchen sinnvollerweise und dass das ein sehr wichtiges Thema ist für alle digitalen User. Dankeschön. SPÖ? Dankeschön. Vielleicht ein bisschen allgemeiner zum Datenschutz. Österreich hatte im internationalen Vergleich ein sehr hohes Datenschutzniveau. Im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung ist es jetzt europäisch harmonisiert worden, was insgesamt zwar sehr zu begrüßen ist, dass wir innerhalb Europas da eine gewisse Vereinheitlichung haben. Insgesamt haben wir in der nationalen Umsetzung darum gekämpft, es möglichst hoch zu halten. Ich bin mir nicht sicher, ob es in allen Details gelungen ist. Es wird immer wieder von der Wirtschaft kritisiert, dass die Strafen so hoch sind. Das halte ich aber für sinnvoll, weil man mit Daten unheimlich viel Geschäft machen kann. Und wenn da die Strafen
nicht im Worst Case hoch sind, hat das ja überhaupt keine Einschränkung. Dann riskiere ich es einfach, warte, bis sich irgendwer beschwert und zahle das dann aus der Portokasse. Also da stehe ich eigentlich absolut dahinter. Dann in dem Zusammenhang wird nicht von der Politik entschieden, sondern vom Europäischen Gerichtshof. Ich glaube, dass das EU-US Privacy Shield nach wie vor nicht ausreichend ist. Marc Schrems hat ja das Safe Harbor Abkommen zwischen Österreich und USA gekippt. Jetzt haben wir Version 2, die es ein bisschen besser macht, aber nicht wirklich. Meines Wissens liegt das beim Europäischen Gerichtshof und ich hoffe persönlich, dass das dort gekippt wird und nachgeschärft wird. Zum Thema Ressourcen für die Datenschutzbehörde, wenn sie sinnvoll prüfen soll, braucht sie mehr. Da ist uns jetzt leider auch die Neuwahl dazwischen gekommen, weil für mehr Ressourcen braucht man auch mehr Budget. Es gibt derzeit keine Budgetverhandlungen. Ich kenne es nur intern, dass es sehr wohl Anforderungen gegeben hat, das zu erhöhen. Ist Sache neuer Regierung, Budgetverhandlungen hier mehr herauszustreichen. Ich bin nicht am letzten Stand als Stichproben der Datenschutzbehörde, aber natürlich, ich meine, wenn ich keine Stichproben machen kann, kann ich es auch nicht gescheit kontrollieren. Meines Wissens kann sie immer dann, wenn es eine Beschwerde gibt. Ich persönlich bin der Meinung, auch Stichproben sind notwendig. Danke. Gut, NEOS als Nächste. Ich möchte mich an einiges des Gesagten anschließen, was ja auch die Kritik war, was viele Unternehmen geäußert haben, ist, dass sie relativ wenig Zeit hatten, sich darauf einzustellen. Und ich glaube, da wäre noch ein bisschen Spielraum gewesen in der Umsetzung der Verordnung. Was die Behörde betrifft, glaube ich, sagen wir NEOS auch, dass wir die Behörde gerne auch anders nutzen würden. Also dass es auch eine Möglichkeit gibt, dass die stark beratend tätig ist, weil ja, ich will jetzt keinem Unternehmer unterstellen grundsätzlich, dass er gerne Daten fladert. Viele haben auch wirklich ein schreckliches Unwissen darüber, was sie genau rechtlich einzuhalten haben. Also ich bin nicht der Meinung, dass ich das per se jedem unterstellen möchte. Aber wir haben viele Rückmeldungen gekriegt, dass die meisten einfach überfordert waren, auch mit den Anforderungen, die auf sie zukommen, ganz generell. Und ich glaube, es wäre im Sinne aller, wenn die Behörde auch die Ressourcen hat, Unternehmen auch zu beraten, einfach wie sie sich dem Gesetz entsprechend korrekt verhalten. Weil das ist im Sinne der User und das ist auch im Sinne der Unternehmen. Weil ich glaube, wenn wir uns alle gerne geschützt haben wollen würden, würde ich mir wünschen, wenn die Unternehmen sich auskennen. Aber da müsste die Behörde eine andere Aufgabe auch kriegen und das ist etwas, wo wir uns sehr, sehr stark wünschen würden, dass sie mehr Ressourcen kriegt, auch um das zu erfüllen. Danke. Ah ja, und wenn nachgeschärft werden muss, dann muss das aber vor allem auch auf europäischer Ebene passieren. Also ich glaube, da können wir jetzt noch in Österreich vergleichsweise wenig machen, sondern auch vor allem stark auf europäischer Ebene uns dafür aussprechen, dass das dort nachgeschärft wird. KPÖ Plus? Ja, das neue Datenschutzgesetz bringt einige positive Dinge, einige negative Dinge. Im Endeffekt geht dieses ganze Datenschutzding und die E-Privacy-Richtlinie hauptsächlich darum, dass Unternehmen dazu verpflichtet werden, den Leuten zu sagen, was für Daten sie sammeln und dann zu protokollieren, was damit passiert. Und die E-Privacy-Richtlinie dreht sich um Cookies, also dass Facebook mich nicht tracken kann, mit welchem Gerät ich gerade zugreife. Das ist aber gar nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem, das ich mit diesen ganzen Diensten habe, ist, dass sie über Jahre und Jahrzehnte Profile von mir anlegen, die dann für Werbezwecke benutzt und verkauft werden. Und ich als Bürger würde von einem starken Datenschutz erwarten, nicht, dass ich einen Ich-will-kein-Cookie-von-diesem-Betreiber-haben-Button bekomme, sondern dass ich auf einem sozialen Netzwerk, wo es darum geht, meine Meinung zu posten, nicht einen Button habe, ich möchte bitte keine personalisierte Werbung, die diese Inhalte ausliest haben. Dass ich nicht jahrzehntelang irgendwelche Nachrichten noch in irgendwelchen Kanälen für Werbung benutzt werden, die ich mal auf Tinder zum Beispiel geschrieben habe, die dann irgendwo liegen könnten. Und diese Themen, glaube ich, sind die essentiellen und die werden überhaupt nicht behandelt, weil das ist viel tiefer drinnen und da sollte es eine Differenzierung geben zwischen welche Daten brauchen ein Unternehmen, um ihre Dienste zu erfüllen und welche Daten werden gesammelt, um diese Unternehmen zum Beispiel werbefinanziert zu betreiben. Da muss man über alternative Finanzierungsformen nachdenken, ob es hier eine andere Art der Kulturförderung braucht, ob es hier andere Maßnahmen braucht, damit diese Unternehmen auch bestehen können, ohne dass sie Daten verkaufen müssen. Genau. Und daran anschließend glauben wir, dass hier beim Datenschutz einige Dinge eben, wie auch schon gesagt, nachgebessert werden müssen, die jetzt im österreichischen, in der alten Version drinnen waren, wie zum Beispiel diese Verbandsklage, wo auch die Zivilgesellschaft noch aktiv werden kann und hier im Zweifel Maßnahmen ergreifen kann, wenn die Politik es nicht tut. Bezüglich der Datenschutzbehörde glauben wir, dass wir hier nicht eine Behörde brauchen, die im Wesentlichen eine Meldestelle ist,
Weil in der aktuellen Umsetzung ist es so, wenn alles den Bach untergeht, dann muss ich es halt der Datenschutzbehörde sagen. Und wenn es irgendwie noch rettbar ist, dann ist es eh allen egal. Wir wollen eine Datenschutzbehörde, die auditiert. Wenn das Finanzamt prüft, ob die Steuern bezahlt sind, wollen wir eine Behörde haben, die prüft, ob die Daten geschützt sind. Und das fordern wir für die Bürger und Bürgerinnen. Wir brauchen aber auch einen Datenschutz, der einfach umsetzbar ist. Es soll ein einfacher Datenschutz für Unternehmen sein, der aber stark für die Bürgerinnen ist. Jetzt haben wir bekommen einen einfach umgehbaren Datenschutz, der niemandem viel bringt. Mhm, danke. Und die Grünen. Dankeschön. Ich beginne mit der Datenschutzbehörde. Und das hat einen Grund. Ich führe im Parlament einen langen und zähen Kampf um die Ressourcen dieser Behörde. Nämlich dreifach Personal, Geld und Möglichkeiten. Und jetzt nehme ich mal die NEOS aus. Ich finde im Parlament keinen Partner für dieses Anliegen, sondern gerade leider das zuständige Bundeskanzleramt erklärt mir jedes Mal, die Datenschutzbehörde ist super ausgestattet, es braucht kein Personal, es braucht nicht mehr Geld und auch was die Ausstattung mit Rechten betrifft, ist alles in Ordnung. Das Problem, die Datenschutzbehörde ist kein Tiger, sondern ein zahmes Kätzchen. Und ich sage immer, würde die Baubehörde so gut ausgestattet sein wie die Datenschutzbehörde, dann würde ich mich nicht ruhigen Gewissens in irgendein Bauwerk trauen. Das ist das Problem. So, was brauchen wir? Das Erste ist, es braucht Geld und Personal. Und ich möchte es an einem Beispiel dokumentieren, wo es im Argen liegt. Natürlich kann die Datenschutzbehörde unter bestimmten Voraussetzungen Datenanwendungen, nämlich die Datensicherheit, überprüfen. Ich denke beispielsweise an einen Wirtschaftsauskunftsdienst, also das sind die sensible Daten von uns speichern, ob wir irgendwo unsere Rechnungen nicht bezahlen, hochsensibel. Um die Sicherheit zu überprüfen, braucht es aber, und das sage ich jetzt als Jurist, ich bin Jurist, keine Juristen, sondern Techniker. Aber die Datenschutzbehörde hat keinen einzigen Techniker, die hat nur Juristen angestellt. Dann geht es weiter, dann ist mir erklärt worden, naja, da können wir uns ja ein externes Gutachten, also externe Techniker zukaufen. Dann habe ich gefragt nach dem Budget für die Techniker. Das war im vierstelligen Bereich. Ich meine, da brauchen wir nicht mehr drüber reden, dass diese Überprüfungen funktionieren. Zweiter Punkt, da bin ich mal für scharfe Rechte. Nicht Rechte im Sinn politisch, sondern scharfe Politik, sozusagen, wie sie der Sobotka bei der Überwachung fordert, nämlich was die Kompetenzen der Datenschutzbehörde betrifft. Ich bringe euch ein Beispiel, geht sich aus, das zeigt, wie die Bürgerinnen und Bürger im Stich gelassen werden. Wenn mein Nachbar eine Videokamera montiert, die in mein Schlafzimmer filmt, dann kann ich nicht zur Datenschutzbehörde gehen. Die macht nichts. Ich muss, um diese Videokamera wegzukriegen, ein zivilrechtliches Verfahren am Zivilgericht führen, nämlich eine Unterlassungsklage. Es ist teuer, mit hohem Risiko behaftet, ich brauche einen Anwalt und alles. Das Ergebnis ist bei der Videoüberwachung ein Wildwuchs, weil keiner dagegen klagt. Es kostet viel und das ist bitte öffentliches Interesse, dass man hier sagt, eine Behörde ist zuständig, so wie bei der Behörde zuständig ist, wenn jemand schnell fährt oder bei Rot über die Kreuzung geht, dass er eingreift. Und das haben wir nicht, sondern wir tun eigentlich alles, um es den Bürgern und Bürgern schwer zu machen. Dankeschön. Sonja Schneeweiß von der SPÖ hat noch eine kurze Ergänzung. Ich habe eine Ergänzung, weil ich habe es nachschauen müssen, weil ich es nicht auswendig gewusst habe. Zum Thema Verbandsklage und gemeinsamen Klagen ist es, nach meinen Informationen aber von den Zuständigen so, dass Betroffene von Datenschutzverletzungen das Recht gemeinnützige Verbände mit der Erhebung einer Beschwerde beauftragen können und dass das österreichische Datenschutzgesetz da über die europäische Datenschutzgrundverordnung hinausgeht, dass auch Schadenersatz von diesen Verbänden eingeklagt werden kann. Was nicht so gut ist dabei und auch kritisiert wird, ist, dass die Verbände nicht die Möglichkeit haben, ohne Beauftragung eines Betroffenen eine Beschwerde zu erheben, im Sinne einer abstrakten Verbandsklage. Das ist, glaube ich, was du gemeint hast. Und da möchte ich auch hinzufügen, dass die SPÖ genau das wollte und es an der ÖVP gescheitert ist. Das wollte ich noch dazu sagen. Okay, danke. Wieder die Frage ans Publikum. Kannst du vorkommen, Mikrofon nehmen? Dankeschön. Vielen Dank für Ihre Aspekte. Ich würde mir von der Politik wünschen, auch Unternehmen auch mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Es gibt nicht nur Google, Microsoft und Konsorten, die Mega-Unternehmen sind, sondern es gibt auch gerade im KMU-Land Österreich sehr viele Klein- und Mittelbetriebe, die jetzt vor, und korrigieren Sie mich,
von der rechtlichen Seite vor Bedrohungspotenzial stehen von 50.000 Strafe als Pauschale oder 2-4% je nach Verstoß des Letztjahresumsatzes. Also wenn Sie mal KMU nennen können, dass er 5% Marge im Jahr schaffen kann und seine Strafe überlebt, das würde ich gerne sehen. Irgendeiner von Ihnen hat gesagt, Unterstützung durch die Datenschutzbehörde, ja, die Unternehmen brauchen es. Es gibt tatsächlich von der Wiener Wirtschaftskammer eine Förderung für eine 4-Stunden-Beratung, 4 Stunden, für KMUs zum Thema Datenschutzgrundverordnung. Das ist genau nichts. Es ist toll, wenn die Datenschutzbehörde toll ausgestattet ist, aber geben unseren Unternehmen bitte auch eine Chance zum Überleben. Und da hätte ich vielleicht meine Einladung zu Statements von Ihnen. An alle. An alle. Ja? An alle, ja. Dürfen alle. Alle, die wollen. Wer mag denn beginnen? Jetzt dürft es bunt durcheinander. Ja, also wie bereits gesagt, glaube ich, brauchen wir einen starken Datenschutz, der die Bürgerinnen schützt, der aber auch leicht umsetzbar ist. Und leicht umsetzbar heißt für mich sowieso, dass Behörden nicht ihre Kunden, also die Bürger und Unternehmen sind auch Kunden der Behörden, als Bittsteller behandeln, sondern sie servicieren und es hier einfache Möglichkeiten gibt. Seien das jetzt Guidelines, seien das SDKs, ich meine, man kann ja auch Software entwickeln und die als Open Source zum Beispiel zur Verfügung stellen, um genau diese Dinge abzudecken. Und wenn man sich vorüberlegt, was man nachher auditieren will, dann soll es auch eigentlich einfach sein, dazu auszuarbeiten, was Unternehmen hier leisten müssen und das mit entsprechendem Vorlauf zu kommunizieren, sodass es für alle möglich ist. Bezüglich des Strafrahmens, 50.000 Euro ist für ein KMU wahrscheinlich sehr viel. 2-4% vom Umsatz halte ich allerdings auch für richtig, um da eine abschreckende Wirkung, vor allem bei den Großkonzernen, die im Moment Geld massiv ins Ausland schieben und alles aus der Portokasse bezahlen zu haben. Also das ist schon sinnvoll. Bei den Einzelstrafen muss man schauen, dass man da die Kleinen nicht umbringt, das ist wahr, ja. Mhm. Danke. Also das ist von mir gekommen, dass ich glaube, dass man Unternehmen dabei unterstützen sollte. Ich möchte vielleicht alternativ dazu noch einen anderen Punkt aufbringen. Ich glaube, es sollte auch ein inhärenter Teil einer betriebswirtschaftlichen Ausbildung werden. Also als jemand, der Betriebswirtschaft studiert hat, kann ich wissen, also damals war es noch nicht so ein Thema, aber auch in der Art, wie es kein Thema war, war es an der WU noch weniger ein Thema. Mhm. Und gerade wenn man sagt, in dem Bereich tut sich sehr viel, da tut sich zum Beispiel auch an der Wirtschaftsuniversität sehr viel, dass das sehr viele Neugründungen sind, die auch davon betroffen sind und einen sauberen Datenschutz brauchen und das auch anwenden können müssen, ist das Angebot aber nicht wirklich groß und es ist ganz sicher auch nicht Teil der betriebswirtschaftlichen Grundausbildung. Und ich glaube, da müsste man, ich meine, nicht nur in der Betriebswirtschaft, sondern auch in anderen Dingen anknüpfen, dass das einfach Teil davon wird. Und so leben wir das Ganze aber noch nicht. Und das wäre, glaube ich, ein guter Punkt, wo man ansetzen könnte, dass das auch zum Grundwissen eines jeden Unternehmens dazugehört. Danke. Ja, ja. Also, zwei Dinge dazu. Auf der einen Seite kommt es mir vor wie das Amen im Gebet, wenn irgendeine neue Regelung kommt, dass dann irgendwer sagt, wir schaffen das nicht, wir kennen das nicht, wir haben uns noch nicht damit beschäftigt, kann man nicht irgendwie uns helfen. Ne? Es ist ziemlich bekannt, dieses Verhalten. Und gerade von Unternehmern hört man das immer wieder. Auf der anderen Seite sehe ich das auch als Problem, insbesondere für die KMUs. Und was ich mir vorstellen könnte, was man da machen, was sinnvoll wäre zu machen, wäre in einer Übergangszeit zumindest einmal die Strafen runterzusetzen. Ne? Also dass man sagt, okay, Einschleifregeln, aber am Anfang soll es statt 50.000 nur 5.000 sein zum Beispiel, aber beim zweiten Mal wird dann die volle Gage fällig. Mhm. Danke. Ja, ich sehe es ähnlich. Ich meine, Regelungen sollen einen Sinn haben und natürlich ist es immer schwer, alle Regeln einzuhalten, aber deshalb keine Regeln zu machen, die sinnvoll sind und Bürger schützen, halte ich nicht für den richtigen Weg. Natürlich wäre es schön, wenn es hier Hilfe gibt. Vielleicht lässt sich da auch noch was machen. Ich sehe aber hier auch die Wirtschaftskammer gefordert, wäre eigentlich
was Typisches. Ich kann es nur ein kleiner Beitrag, seit heute oder gestern sind auf HelpGVT am Bürgerportal Online-Ratgeber zum Datenschutz, Datenschutzgrundverordnung online. Wie sehr die in die Tiefe gehen, ob das reicht, kann ich jetzt remote nicht beurteilen. Aber es geht schon ein bisschen in die Richtung Information und Standardisierung wäre natürlich gut an dieser Stelle, aber es darf kein Grund sein, die Regeln nicht zu machen. Und es ist auch mit ein Grund, warum wir es jetzt versucht haben, vor dem Sommer noch zu beschließen, obwohl mir klar ist, dass das ein bisschen wackelig ist, aber es war auch wichtig, es schnell zu beschließen, damit möglichst bald klar ist, wie es ausschaut. Okay, danke. Die Grünen? Es wird, hat irgendjemand gesagt, viel gejammert, wobei ich finde, diesmal berechtigt, weil diese Novelle ist wirklich sehr schnell gekommen. So schnell, dass sie schneller war als das eigene Begutachtungsverfahren. Also hat sich selbst überholt, diese Novelle, wenn man so will. Und dann stehen natürlich die Umsetzer vor dem Problem, dass sie schnell umsetzen müssen, plus sie finden eine Novelle vor, die schwierig ist, weil es gibt die Datenschutzgrundverordnung und es gibt das österreichische Gesetz, das heißt, es gibt zwei Rechtsquellen und wer die Datenschutzverordnung könnte, weiß, so dick, ja. Und das Gesetz ist auch nicht wahnsinnig gelungen, wie wir schon gehört haben. Also da, finde ich, gibt es ein berechtigtes Jammern. Zweitens zu den Strafen. Ja, die Strafen sollen sich, finde ich, wie generell daran orientieren, was die Leistungsfähigkeit ist, eines Unternehmens, einer Person, so haben wir es im Strafrecht auch, und sollte sozusagen keine Bagatelle sein, aber sollte am Ende auch logischerweise am Leben lassen. In dieser, wie soll ich sagen, in diesem Spannungsverhältnis würde ich Strafen ansiedeln. Ich habe aber jetzt nicht alle Strafen dieses Gesetzes im Kopf. So, jetzt habe ich einen letzten Punkt gehabt, den ich sagen wollte, dem aber jetzt entfallen ist. Insofern. Machen wir vielleicht noch eine Fragenrunde, vielleicht fällt er wieder ein. Wenn es mir einfällt. Okay. Ja, genau, eine Wirtschaftskammer wollte ich sagen. Die muss man wirklich in die Pflicht nehmen. Ihr zahlt Mitgliedsbeiträge, gar nicht so wenig, auch die kleinen. Ich meine, die Arbeiterkammer ist auch für die arbeitsrechtliche Beratung der Arbeitnehmerinnen zuständig und ich finde schon, dass die Wirtschaftskammer dafür zuständig ist, die rechtlichen Rahmenbedingungen für Unternehmerinnen und Unternehmer zu beraten. Dafür hat man eine Interessensvertretung. Und was ich nicht will, weil ich es für problematisch finde, was manchmal gefordert wird, dass Behörden Unternehmen beraten. Weil da sehe ich einen Interessenskonflikt. Eine Behörde muss dann im Zweifelsfall auch entscheiden. Mhm. Und ich finde, das sollte man nicht verwischen, weil das ein Interessenskonflikt ist. Ja? Aber die Wirtschaftskammer soll was tun, ihr zahlt sie auch was. Danke. Gibt es noch Fragen zu dem Komplex? Ja, meine Frage geht ganz spezifisch an die SPÖ. Und zwar, warum wurde das Begutachtungsverfahren vorher abgebrochen? Denn ich habe selbst eine Stellungnahme geschrieben und die habe ich dann wegschmeißen können. Da waren 4 Wochen Arbeit umsonst, wo ich noch 2 Wochen gebraucht hätte. Jetzt ist es uns geschickt, wir hätten uns gefreut. Wir waren genauso überfordert, nämlich dann durchs Tempo. Die Antwort ist kurz und unbefriedigend. Ich weiß es einfach nicht, ich bin in dem Thema nicht so viel drin. Könnt ihr vielleicht nachrecherchieren, ich weiß nicht, aber sowas ist immer schwer zu beschreiben. Na, ich weiß es einfach nicht. Also bevor ich einen Blödsinn sage, sage ich lieber nichts. Nein, das finde ich gut. Schade, aber ja, kommst bitte vor. Hätte mich auch interessiert, aber wenn wir es heute nicht erfahren, vielleicht erfahren wir es ja nochmal. 2 Fragen haben wir jetzt noch. Ja? Macht das vielleicht hintereinander okay. Und dann machen wir letzte. Was ich zu dem Thema auch extrem entspannend finde als Österreicher ist, dass dieses Datenschutzgrundverordnung 2016 in der EU bekannt gegeben wurde und seit dem April 2016 weiß die Wirtschaftskammer und weiß der österreichische Staat, dass da 2018 was kommt. Und die haben jetzt ein Jahr lang nicht darüber nachgedacht, was kommt. Die haben jetzt schnell ein Gesetz beschlossen. Wenn man sich die Deutschen anschaut, ich meine, ich will jetzt nicht vergleichen, die haben da ein Gesetz herumgebastelt, das ist wirklich funktionabel. In Deutschland kann man sich Rechtssicherheit holen. Bei uns in Österreich ist es de facto momentan nicht möglich. Möge mich jemand berichtigen, warum schläft die österreichische Politik ein Jahr bei solchen wichtigen Dingen wie der Sicherheit der Daten der Staatsbürger? Da geht es um die Daten von 8,6 Millionen Menschen in Österreich. Das ist ja nicht irgendwer. Danke. Wir würden Sie gerne aufwecken, ja. Also ich schließe mich insofern an, die Diskussion zur Datenschutzgrundverordnung, die ist ja über 4 Jahre mindestens eigentlich schon intensiv gelaufen. Man hätte die Diskussion in Österreich viel rascher führen sollen. Also die Öffnungsklauseln, die beispielsweise für den Wissenschaftsbereich möglich gewesen wären, die sind überhaupt nicht aufgegriffen worden und ist für den Wissenschaftsstandort Österreich ein Schaden. Ich bin aber nicht ganz der Meinung, also